Aktivität, die du bereits gemacht hast, wieder absagen. Eine am Arsch. Gerade meinen Lieblingscharakter werde ich doch mit Sicherheit nicht absagen. Ich werde hier sogar die hübscheste Karre, die ich besitze, selbstverständlich benutzen. Absagen, ey, wo sind wir denn hier? Jetzt wollen wir nur kurz den Weg festlegen. Da. Ja, der Song ist gerade auch nicht schlecht, aber ich möchte trotzdem gerade checken, was auf Liberty Rock angeht. Auf Radio Rock kann man nicht. Also ich entschuldige mich dafür, wenn ich jetzt in dieser Aufnahme irgendwie Scheiße laber. Ich bin nicht ganz bei Sinnen, aber ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu diesem Let's Play. Nicht ganz bei Sinn zu sein, da zähle ich ja eigentlich zu den Hauptcharakteren, zu den Hauptfiguren in diesem Spiel. Mein Gott, ey. Fahren kann ich auch nicht mehr. Kein Wunder. Don't drink and drive, ladies and gentlemen. Don't drink and drive. Alkohol trinken und Autofahren ist keine gute Mischung. Ich bin einmal sehr, sehr, sehr betrunken Fahrrad gefahren. Das war überhaupt gar keine gute Idee. Ich habe mich alle 5 Minuten so richtig hingelegt. Also so richtig krass auf die Nase gelegt. Und da ist die Polizei gekommen, hat mich aufgesammelt und hat gesagt, Junge, wir bringen dich nach Hause, anstatt mir den Führerschein abzunehmen. Das war das, wo ich meinte, dass die Polizei tatsächlich ein Freund und Helfer ist. Ich möchte gerne zu dieser Bar. What's up, Jacob? Boy, it's good to spend some quality time with you, see? Yes. Not all work, you know? We gotta ease up from time to time to see how the world turns on. You know what I'm saying? I think so. The world can mess you up, you know? Make you think that things matter when all that matters is that the sun come up and we have a good time and laugh and things, see? I hope so, man. I do. You're uphill on acorn, even for a shutter. Weg da, ihr Bitches. Ich will gerade mit meinem Friend Little Jacob einen Drinken gehen. Anglizismen sind der Teufel. Oder auch nicht. Ja, hört doch mal auf, so viel Scheiße zu lauern im Behindertenradio. Der labert auch Scheiße. Aha. Schon besser. Was ist denn das hier für eine Bar, wo ich gerade hingehe? Das ist ja, sag ich jetzt mal nichts so, ehrlich gesagt. Geht mir alle aus dem Weg, ihr Bitches. Ich möchte gerne mit meinem Freund Little Jacob einen Trinken gehen. Das funktioniert allerdings mehr so halb. Aha. Du bist betrunken, du siehst alles verschwommen und es wird dir schwerfallen zu gehen und zu fahren. Versuche das Gleichgewicht zu halten, bald bist du wieder nüchtern. Ja, wenn die Welt alle so einfach wäre. Oh shit, pretty drunk, to be honest. Oh fuck, Nico. Fuck, hol dein Handy raus! Ich drücke auf die Taste! Fuck, hol dein Handy raus! Oh shit. Dann versuche ich halt irgendwie bis zu meinem Auto zu kommen. Ja. Was? Ich muss zurück zu meiner Begleitung. Jacob! Wo bist du, Bitch? Oh mein Gott, das ist gerade für mich persönlich. Oh mein Gott, scheiß die Vater. I'm not exactly sober. I better not be driving. Ja, aber ich muss fahren, Nico. Was soll ich denn machen? Ich würde es auch lieber nicht machen, aber so wie es. Oh mein Gott, ich. Ach du Scheiße. Oh mein Gott.
Ich konnte kein Auto rufen. Kein Taxi rufen, war ich. Weil mein Handy auszurufen hat nicht. Oh mein Gott, oh Leute, das ist jetzt aber gerade sowas von gemein. Oh, ach du Scheiße. Alter Vater. Ah, hallo Polizist. Oh mein Gott, ich bin auch noch gesichtet worden. Scheiße. Fahre ich halt rückwärts. Ja, okay, dann fahre ich halt weiter vorwärts. Oh mein Gott. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Oh mein Gott. Auf deine Kamera zu bewegen. Alter, ist das gemein. Oh mein Gott. Ich kann überhaupt nicht vernünftig fahren. Oh mein Gott. Aber werde ich gerade wieder so ein bisschen nüchtern. Fühlt sich so an. Fühlt sich so an, ich würde gerade ein bisschen nüchtern. Also im Spiel jetzt natürlich, nicht in echt. Fucking Sportswagen. Wie soll ich denn die Bullen loswerden, wenn du dich dauernd um 360 Grad drehst, du Hundeficker-Auto? Okay. Okay, 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 okay. Oh, fucking mein Auto will nicht mehr starten. Und das Frack. Zwei Sterne mittlerweile. Könnt ihr aufhören, bitchig zu labern, diese Vollidioten. Ein Erlebnis für die Sinne ist GTA 4 heute, habe ich gehört. Das sagt mir nicht, dass ich nicht mehr los werde, ohne Witz. Okay, 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 erstmal Jacob loswerden. Na ja, ja, komm, deine Mutter. Ja! Ja, 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 wir haben alle überlebt! Boah, ohne Witz. Ich wäre auch ein guter Deutscher in GTA 4. Die wenigen deutschen Charaktere, die in GTA 4 existieren, die sagen die ganze Zeit nur ja! Ja, ja, ja! Der amerikanische Traum, ja, 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 ja! Ich kann auch gut ja sagen. Ich kann auch sehr gut den Sportswagen da vorne wegsnacken. So, alles easy, alles cool. Hab wieder eine Sportswagen. Oh fuck die Bitch ab, ey. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was heißt nochmal Sportswagen auf Deutsch? Sportwagen? Ich hab. Oh fuck die Bitch ab, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich mache mir lieber Missionen. Sportwagen? Sagt man sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber ein schnelles Auto. Muss ja wohl reichen, ein schnelles Auto, würde ich sagen. Ist wie damals bei den Diktaten oder bei den von mir aus Englischklausuren. Wenn man ein schwieriges Wort nicht weiß, wenn man beispielsweise nicht weiß, dass enorm, enormes heißt in Englisch, dann sagt man einfach very big. So. Gehen wir mal hier zur Mission. Okay, nimm ein Problem. Hi, Dimitri. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Good.
So, wir checken jetzt irgendwann mit dem Dimitri ab. Was hat er zu sagen? Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, meet my girl, Natasha. Oh, so my nice pleasure. To meet you. Dimitri ist ein Big Player, würde ich sagen. Hey, ja, sieht aus wie Michelle, ne Witz. My brother and Nico. Good. Die Rechte. Have a drink. Move up, ladies. Move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, you can have your alte Katrina. Come on. Not that. In private. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, kill him. Are you sure? Sure? No, I am not. Right now, I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. I said shut the fuck up. Please, don't do this. Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. You have to play by the rules. Bla, 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 bla. Das Einzige, was ich gehört habe, Mr. X sorgt dafür, dass wir entdeckt werden. Töte Mr. X. Von mir aus gerne, solange mein fucking Cousin, fucking Roman nicht dafür leiden muss. Alles easy. Und solange ich einen geilen Outlook fahre, der echt ganz schön schnell ist. Scheiß die Wand an, ey. Der ist ganz schön schnell. Ich weiß nicht, ob meine Sinne gerade hinterherkommen, um ehrlich zu sein. Nein, die sitzen nicht drin wie ein Stück Scheiße. Der ist gerade ausfahren. Bitch Auto. Yeah! That's how I like it. Okay, nächste links. Ah, schöne Bremsen hat er auch. Wo zum Teufel fahre ich gerade hin? Ich weiß echt nicht. Habe ich jetzt mittlerweile eigentlich einen neuen Stadtteil freigeschaltet? Ich bin ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Holy shit, so... What the... Oh, fuck. Nein, nicht mich überfahren. Danke, Ma'am. Nein! Fuck! Ja, mir geht's gut. Ich nehme nur die neue Karre, wenn's okay ist. Wenn ich gerade schon dabei bin. Dann kann ich wohl auch die neue Karre nehmen. Maut? What? I do not give a fuck. Die Polizei. Das geht schon alles klar. Oh, ihr hängt mir am Arsch. Okay, Turbo. Was ist denn jetzt los? Mr. Faust, did you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard. At the Guantanamo Avenue station, go to the platform, get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time!
Ja, gib mir kurz